Hi, willkommen bei Grand Chill Barbecue und Lifestyle. Ich wollte schon lang mal den Kopf vorstellen, eigentlich schon in den Sommerferien. Leider ging das nicht, weil wir dort gechillt haben. Und heute ist es nun soweit. Ich werde euch den mal vorstellen mit dem ganzen Zubehör, das wir dazu gekauft haben. Fürs Camping ist auch als Tischgrill benutzbar natürlich. Und ich wünsche euch viel Spaß dabei. Im Lieferumfang ist der Kopf, kommt so an. Ihr habt einen Deckel dazu. Diese Platte ist dabei. Das ist schon Zubehör, zeige ich euch gleich. Dann habt ihr so eine Innenschale. Der Brenner. Und hier die Einstellung fürs Gas mit Zünder. Das Ganze wird hier unten nicht heiß, ist also auch transportabel während dem Betrieb. Zusammenbau ist ganz einfach. Schale rein, Griddle Plate drauf, Deckel drauf. Dabei ist noch so ein Lupfer für den Rost. Könnt ihr einfach einfahren. Ihr müsst den heißen Rost nicht angreifen, wenn ihr den mal rausnehmen müsst. Das ist das Ganze, was ihr so bekommt. Optional eine Gaskartusche. Das sind die kleinen zum Reindrehen. Die halten ca. 3 Stunden. Ich habe mir gleich Kabel dazu bestellt. Im Anschluss direkt hier und dann die Gasflasche. Ja, das ist mal der Grundstock. Und jetzt zeige ich euch, was ich mir noch dazu geleistet habe und wie ich das getunt habe. Dann im Internet gestöbert natürlich. Die ist ja super. Der Saft rinnt nach außen und geht schön in die Wanne rein. Was braucht man da dazu? Eine Auffangschale, die ersetzbar ist. Da könnt ihr aber sicher, ja, ich denke 5 bis 10 Mal brauchen, wenn ihr sie einigermaßen gut behandelt. Ein bisschen auswaschen. Kommt ziemlich viel Schmutz wieder weg und könnt ihr gleich wieder einen Einsatz nehmen. Eine gute Sache, kostet ein paar Euros, sind so 5er Pack, denke ich mal. Ne, 6 Stück sind drin. Original Kopfzubehör für den Gasgrill. Zu empfehlen. Wichtig auch, wenn ihr in die Ferien geht, je nach Land, wo ihr hingeht, gibt es verschiedene Anschlüsse. Hier einmal der österreichische Anschluss, dann der Schweizer Anschluss, sieht ein bisschen anders aus. Und der italienische sieht fast identisch aus wie der Schweizer, ist ein bisschen höher, aber hat natürlich wieder ein anderes Gewinde. Super! In Italien angekommen, Flasche organisiert, draufgeschraubt, ja, passt nicht. Den nächsten Store gerauscht und für 12 Euro, glaube ich, einen Ersatz geholt für die italienischen Flaschen. Preis ist natürlich okay, kann man gar nicht sagen. Dann ging es natürlich um Steaks. Geht natürlich, aber was haben wir gefunden im Internet? Eine Griddle Plate. Die sieht so aus. Ist aus Fliegeraluminium und funktioniert wirklich gut. Griddle Plate rein, schön richtig aufheizen und dann schöne Brandings machen beim Steak, Poulet, was ihr immer auch machen wollt. Dann ging es weiter. Ist ja nicht so hoch. Ein Poulet wäre noch cool oder ein Hähnchen drin zu machen. Weiter geschaut im Internet, was haben wir gefunden?
eine Erhöhung. Auch original vom Kopf. Geht rein hier. Und schon habt ihr von der Höhe her Platz für ein Bierchicken zum Beispiel. Beim Ring ist gleich noch Zubehör dabei für das Hähnchen. Könnt ihr hier schön einfahren, auf der Seite in die Schlitze rein und dann euer Hühnchen hier drauf setzen, den Ring, Erhöhung rauf, Deckel rauf und dann sollte ein normales Huhn auch reinpassen. Okay, weiter geschaut, überlegt, was könnte man noch machen. Wie wäre es mit Pulled Pork oder zwei Etagen, nicht nur 4-5 Stück Bulleschenkel oder Hühnerschenkel, sondern vielleicht 10 Stück. Okay, wie machen wir das? Einen zweiten Ring bestellt. Passt perfekt auf den ersten. Deckel natürlich auch. Und so habt ihr massiv Platz. Ich habe den mal 30 Minuten aufgeheizt so und ich bin auf unglaubliche 285 Grad gekommen. Also der hat richtig Dampf. Ihr habt unten eine blaue Flamme, einen Kreis mit wirklich 1 cm blauen Flammen und die heizen unglaublich. Wie funktioniert das jetzt? Bisschen weiter überlegt. Gibt so Roste für Braten oder was auch immer. Passen wir auf die Platte auch direkt in die Löcher rein. Passt perfekt. Einer unten rein. Ein Ring drauf. Zweiten Ring. Drei Schräubchen reingeschraubt, 5-6 cm lang und ja, eine zweite Rosterhöhung. Einmal hier, Deckel wieder drauf und ihr habt zwei Ebenen, wo ihr Pullets, Bulleschenkel, was auch immer reinmachen könnt oder Pulled Pork zum Beispiel. Mit Bulle hat perfekt funktioniert. Wir haben hier 20 Bulle-Schenkel reingemacht. Nach der Hälfte der Zeit einmal die unteren nach oben und die oberen nach unten versetzt und die waren perfekt. Ich habe mal gemessen, es sind 10 Grad Unterschied vom unteren zum oberen Rost. Also bei 150, 160 Grad ist das nicht so relevant, denke ich mal. Aber wie gesagt, ihr könnt das einmal austauschen, funktioniert sehr gut, geht ganz einfach und schnell. Camping sowieso. Haben wir dann ein bisschen Zeit für solche Aktionen. Ja, weiter geht's mit der Temperatursteuerung. Ihr habt hier den Off-On-Schalter, Maximum, Minimum. Und wenn ihr bei Minimum fährt, er bis 170 Grad hoch. Das ist für vieles gut, aber leider für Pulled Pork zu hoch. Und was machen wir dann? Überlegt, mal ein paar Löcher reingemacht hier. Ich habe hier eine Öffnung gemacht zum Schieben mit 3 Löchern. Was hat es gebracht? 10 Grad. Immerhin, könnt ihr jetzt vielleicht noch mal 2-3 machen. Habe ich dagegen entschieden. Das reicht mal. Aber ich habe jetzt Pulled Pork gemacht im Kopf. Kommt am Sonntag. Lasst euch überraschen. Dort seht ihr dann auch genau, wie ihr auf die 115 Grad kommt. Ich habe ein bisschen gebastelt. Aber an und für sich war es ganz einfach. Schaut rein.
und lasst euch inspirieren. Probiert das selber aus, bastelt rum. Gibt natürlich auch andere Grills für den Camping. Aber ich bin recht zufrieden, habe lange geschaut, was ich nehmen soll. Und ist absolut ein geiles Teil, hat richtig Leistung, man kann da was machen damit. Und die Möglichkeiten sind riesig. Jetzt fehlt uns noch eins. Wie transportieren wir den? Und das schauen wir uns jetzt an. Noch kurz. Ich dachte, 285 Grad, das könnte auch für eine Pizza funktionieren. Hab dann ein bisschen rumgesucht und fand hier den Weber Pizzastein mit dieser Schaufel dazu. Könnt ihr da reinmachen. Eine kleine Pizza drauf. Macht man halt 2, 3, 4, 5 Stück. Und sollte auch funktionieren. Habe ich noch nicht getestet, aber kommt bestimmt auch bald. Das Ganze wollen wir gut verstauen. Dazu gibt es eine Tasche, optionell natürlich wieder. Aber ich sage euch, das lohnt sich auf jeden Fall. Ich zeige euch jetzt, wie ich das Ganze da reinbringe. Es gibt noch mehr Zubehör natürlich. Noch eine Wokpfanne habe ich gesehen. Es gibt da verschiedene andere Sachen. Aber wenn ich wokke, dann nehme ich den Wokbrenner mit, den ich eh schon rumliegen habe. Ich zeige jetzt euch, wie das alles hier reingeht. Und ich hoffe, dem einen oder anderen hilft das ein wenig weiter. Gestartet wird mit dem ersten Ring. Hier kommt, wenn ihr das Kopfzeichen bei der Tasche habt, zu euch nach links schieben. Dann der Grill in den Ring reinstellen. Dann könnt ihr schon mal Zubehör zum Beispiel hier noch reinmachen. Kleine Sachen. Ganzen Kleinmaterial rein hier. Dann habt ihr hier den Halter. Den Halter fahrt ihr hier ein und zwar über den Brenner und unten rein. So steht der schon mal drin hier. Das oben rein. Und jetzt Pizzastein rein. Die beiden Platten hier passen hier auch gut noch rein. Griddle Plate zuerst. Haben wir das schon mal gut verstaut hier. Zweiter Ring. Von der Seite her einfahren. Dann haben wir noch die zwei Roste. Einer vorne rein hier und eine auf dieser Seite. Schlauch hier auf der Seite, könnt ihr den reinmachen, geht auch unten rein, der passt immer. Eine Gaskartusche würde auch noch reinpassen. Dann haben wir alles drin. Wenn ihr noch die Wokpfanne habt, geht ihr auf die Seite rein. So habt ihr die Tasche super ausgenutzt, ins Auto rein und ab geht's an See, an Strand, an Camping, wie auch immer. Alles griffbereit drin für alles, was ihr machen wollt. Ja Freunde, ich hoffe, die kleine Vorstellung hat euch gefallen. Ist wirklich ein super Grill. Ich kann ihn nur empfehlen. Ich habe ihn mit einem Kollegen zusammen gekauft. Wir sind
Wir sind immer wieder zusammen unterwegs in den Ferien und das lohnt sich auf jeden Fall. Kommt natürlich auf ein paar Euro, wenn ihr alles rechnet, aber dafür habt ihr fast einen großen Grill dabei. Wie immer würde ich mich freuen über einen Daumen hoch, ein Abo würde mir weiterhelfen und viel Spaß weiterhin bei Grill & Chill, Barbecue & Lifestyle. See ya!